Ja, grüß euch Leute. So, hier mal zu meinem ersten Vlog. Heute haben wir so einen schönen Tag. Ich werde mich jetzt gleich mit dem Streetbiz 900 treffen. Wir werden ein paar Shootings machen mit unseren Motorrädern. Und ja, wenn das Video dann online ist, ist auch schon das Giveaway draußen. Ich habe mein Giveaway im Rucksack eingepackt. Besser gesagt, das sind mehrere Geschenke. Und ja, da bin ich gespannt, wie viele da mitmachen. So, um euch kurz zu erklären, wer bin ich, woher ich komme, etc. Also, ich bin Cavandetta aus Wien, hier im wunderschönen Donaustadt. Und ja, womit ich mit euch reden möchte, ist Thema Fotografie. Ich habe einiger Zeit geglaubt, ich wäre der Einzige mit der Idee. Aber ich sehe das nicht einmal so schlimm, wenn einer die Idee schon gemacht hat. Und zwar, ich wollte YouTube mit Fotografie verbinden. Also Bike Life und Photography. Euch zeigen, wie ich das so mache. Inklusive Bearbeitung und, und. Ich werde YouTube jetzt nicht als Hauptgeschäft oder Hauptziel ansehen. Aber ich werde dennoch öfter auch auf Twitch dann live sein, wie ich Bearbeitungen mache. Euch Videos empfehlen, von wem ihr lernen könnt, also von gewissen Fotografen. Ich werde euch gewisse Videos zeigen von Fotografen, von denen ihr auch lernen könnt, von denen ich auch gelernt habe. Ja, für die Leute, die sich halt wirklich interessieren, denen gebe ich gleich einen Tipp, zahlt es nicht unnötig für irgendwas. Man kann sich alles selber beibringen. Ja, für die Leute, die sich mit Fotografie beschäftigen wollen, ich gebe euch einen kleinen Rat. Zahlt nicht unnötig irgendwas an Kurse. Man kann sich sowas alles selber beibringen. Habe ich genauso gemacht, dank YouTube und etlichen guten Fotografen, die professionell da unterwegs sind. Ich mache die Fotografie natürlich freiberuflich und ja, da bin ich gespannt, wie die Reaktionen von euch sind, wie sie ankommen, rüberkommen. Ich hoffe, man hört mich jetzt wegen den Windgeräuschen, weil momentan hier der Wind durchbläst. Ich kann mich nicht so sehr konzentrieren. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen, mich konzentrieren und reden, aber ich versuche es mit euch zu machen. Auf jeden Fall will ich mit euch halt mein Bike-Life und die Fotografie verbinden. Ich bin gespannt, wie das Ganze rüberkommt. So, das nächste Thema ist meine Lady. Ich nenne sie Lady, irgendwie hat sich der Name so von selbst eingependelt. Sie war früher mal schwarz. Das ist mein Umbauprojekt. Ich habe sie komplett neu hergerichtet und in einem Unikat-Farbton, was es so auf einer Z57R nicht gibt. Farbcode, falls ihr Interesse habt, ist Nadelgrau, also P6K in Matt und mit roten Details. Datenmäßig könnt ihr euch von Google alles runternehmen, was die drauf hat. Ich genieße die Fahrten und ja. Auf jeden Fall werde ich euch auch ein paar Vlogs mitnehmen, wie ich Locations raussuche. Ich achte und. Und hiermit werde ich jetzt einmal eine kleine Unterbrechung machen, bis ich zum Streetbiz angekommen bin. Dann geht es weiter zum Spot. Wir werden es versuchen, zum Leuchtturm Buddersdorf zu bringen und schauen, ob wir dort coole Fotos catchen können. Und würde jetzt auch hiermit sagen, bis gleich Leute. So, meine Lieben. Ich bin jetzt in Bruck an der Leitha angekommen und ich werde demnächst das Streetbiz jetzt treffen. Schon mal schauen, wer als erster da ist. Er oder ich. Falls ich nebenbei unterbreche, tut es mir echt leid, weil ich ein Navi zuhöre. Ich habe mein Handy mit meinem Kartensystem verbunden und höre halt so, wohin ich muss. Dann schauen wir mal.
Ja, was machen wir heute? Wir werden... Ah, passt, wie komme ich da rein? Da vorne. Wir fahren nach Buddersdorf, wie gesagt, werden Fotos machen und ein bisschen plaudern. Ich habe heute einen super Termin gehabt. Jetzt überlege ich hier gleich zu tanken. So Leute, Streetbiz ist auch angekommen, wir haben eine kurze Pause gemacht. Jetzt geht es für uns weiter nach Buddersdorf. Dort werden wir ein paar Fotos für euch machen. Was sagst du, Streetbiz? Freust du dich auf Shooting? Hä? Freust du dich auf Shooting? Auf jeden Fall. Ja. So soll es sein. Gut Leute, dann würde ich sagen, genießt die Fahrt mit uns. Ich hoffe, die Aufnahmen brechen nicht ein. Und ja, genießt das einfach. Oh, diese Handschuhe, das ist jedes Mal das Scheißere. Gut. Da dürfte anscheinend die Krämpfe loslegen. Streetbiz hat, glaube ich, eine neue Hose gekauft und die muss er jetzt einmal erst eintragen. Jetzt merke ich gerade, dass ich da was auf meinem Visier habe. Alter, da hat der Vogel aufgeschissen. Scheißkind. Vor zum Gehweg. Und hier sind wir auch schon. Und jetzt viel Spaß beim Schieben. Was ist? Was? Oh ja, ich gehe trainieren. Aber das scheiß Helm, Alter. Ich habe ja noch die Maske drunter. Ich habe schon Stufen, aber ich habe voll. Wir können auch die ersten Fotos hier mit diesem Steinhintergrund machen, wenn du willst. Kommt man das überhaupt zu weit vor? Ja, ja, du kommst bis zum Leuchtturm vor. Aber Leimann, keiner, gar nichts. Keiner sagt was. Die Frau hat sogar gleich das gesehen. Hast du auch, nur solche Arschlöcher wie du gehabt hast, einen, der muss ja geben. Ja, der muss ja auf cool stehen. Na passt, schieben wir weiter. Manche gehen mit ihrem Fahrrad spazieren, Streetbiz und ich mit den Motorrädern. Oder mit dem Hund. Aber eins muss ich sagen, ich finde es leider, dass hier nicht so viele Leute sind. Momentan sind alle arbeiten. Und wir. Was? Die werden sich jetzt was denken. Die werden sich denken, fuck. Ein Pfiffi-Hund, schau.
So Leute, wir sind fertig. Die Ausfahrt war schön. Das Boot war schön. Jawohl, schau jetzt drauf.